Umgang mit Miesepetrigkeit. Vielleicht kennst du Menschen, die immer schlecht drauf sind und dir alles schlecht reden wollen. So richtige Miesepeter. Oder vielleicht kennst du auch Menschen, die normalerweise gut gelaunt sind, aber zum Beispiel morgens richtig miesepetrig drauf sind. Oder wenn es schlechtes Wetter ist. Oder wenn ihnen was nicht so Gutes passiert ist, dann werden sie miesepetrig. Wenn jemand miesepetrig ist, das Beste ist, zeige ihm Mitgefühl und lächle ein wenig. Manchmal kann man auch jemandem sagen, ja, du bist ein richtiger Brummbär heute. Und der andere versteht das dann. Und man kann auch manchmal freundlich dem anderen sagen, muss er durchgucken, ist das für ihn okay oder fühlt er sich beleidigt. Aber vielleicht kann man dort irgendwelche humorvollen Bemerkungen bringen. Du musst dich von der Miesepetrigkeit des anderen nicht anstecken lassen. Du musst auch nicht versuchen, ihn zum Lachen zu bringen. Das bringt oft wenig. Es reicht aus, wenn der Miesepeter auch sich gehört sieht, wenn er seine Bedenken zur Kenntnis genommen sind. Und dann freut er sich ja auch, wenn die anderen aktiv werden.